Guten Morgen, Kinder. Es ist so schön, dass Frau Jäger und ich euch heute bei euch zu Hause besuchen dürfen. Frau Jäger ist eine Freundin von mir, eine spezielle Freundin. Vor einiger Zeit war ich ihre Lehrerin und jetzt dienen wir zusammen dem Herrn. Nun, Kinder, ich bin mir ganz sicher, ihr habt schon oft von ganz verschiedenen Christen, die in der Vergangenheit gelebt haben, gehört. Wichtigen oder großen Männer Gottes und Frauen Gottes. Und wisst ihr, Kinder, ich liebe es, über sie zu lesen, weil ich möchte ihre Geheimnisse lernen und lernen, wie sie dem Herrn dienten. Und ich möchte wissen, wie sie lebten, als sie jung waren. Jung, wie ihr alle seid. Und heute ist da ein ganz besonderer Mann, über den ich euch heute etwas erzählen möchte. Hier ist ein Bild von ihm. Sein Name war Charles Spurgeon. Und Charles Spurgeon ist vor ungefähr 200 Jahren geboren, in 1834. Und er war ein von 17 Kindern in der Familie. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Spaß sie zusammen hatten? Sie waren 17 Kinder. Sie mussten nicht ihre Nachbarn rufen, um ein Fußballspiel zusammenzustellen. Nein, sie konnten einfach mit ihren Brüdern und Schwestern spielen. Und es muss eine wunderbare Familie gewesen sein, dort aufzuwachsen. Ich habe ein bisschen über ihn gelesen. Und ich möchte euch ein paar Dinge erzählen, die er erlebt hat, als er jung war, sogar so jung wie ihr seid. Wisst ihr, er liebte es zu lesen. Und mit 6 Jahren hatte er schon die Pilgerreise durchgelesen. Und mit den Jahren hat er es ungefähr 100 Mal gelesen. Viele Jahre lebte er mit seinen Großeltern. Und die hatten eine Bibliothek. Und da war keine Fenster in dem Zimmer, das war ein dunkleres Zimmer mit ganz, ganz vielen Büchern, wo sie ihre Bücher alle hatten. In den Tagen musste jedes Haus bezahlen, eine Steuer für die Fenster, die sie hatten. Und deswegen hatten die Häuser so wenig Fenster wie möglich. Sein Großvater hatte ganz große, schwere Bücher und Charles würde diese Bücher heraustragen und lesen. Das war etwas, was er liebte. Aber eines Tages hat ihm ein Freund ein Buch ausgeliehen. Und als seine Eltern das mitbekam, da haben sie ihn gestraft, weil sie sagten, es war kein gutes Buch. Und wisst ihr, was Spurgeon seiner Schwester danach sagte?
Papa und Mama hatten das Recht und es war gut, sie haben mich bestraft, weil ich würde so gerne alles vergessen, was ich in dem Buch gelesen habe. Aber ich kann es nicht vergessen. Es klebt wie Kleber. Schlechte Dinge, schlechte Bücher sind schrecklich. Wisst ihr, was Spurgeon sagte? Er hat ein Buch gelesen und er sagt, ich wünschte, ich könnte das vergessen, aber er konnte nicht. Es klebt in seinem Gehirn, in seinen Gedanken. Und deswegen helfen deine Eltern dir oft, um zu wissen, was zu lesen und was nicht zu lesen. Weil sie wissen, dass das Schlechte wie Kleber klebt und nicht mehr weggeht und euch nichts Gutes tut. Nun, die folgende Geschichte geschah auch, als Spurgeon 6 Jahre alt war. Sein Vater war ein Prediger und sein Großvater war ein Prediger. Und in der Gemeinde von seinem Großvater war ein Mann, der hieß Rhodes. Und das Leben von diesem Mann machte den Großvater sehr traurig. Dieser Mann ging zur Kirche, aber dann ging er auch in die Kneipe und zum Trinken und traf Menschen, die nicht gut waren, keinen guten Einfluss auf ihn hatten. Spurgeon war 5 Jahre alt und hat gemerkt, dass dieser Mann mit dem Namen Rhodes, den Großvater traurig macht. Und eines Tages ging er zu seinem Großvater und sagte, Großvater, ich werde Rhodes töten. Ich werde ihn töten gehen. Und sein Großvater sagte, Spurgeon, das kannst du nicht tun. Du kannst nichts Schlechtes tun. Die Polizei wird dich einsperren. Nein, Großvater, ich werde den alten Rhodes töten. Das war die Antwort von dem kleinen Jungen. Und nicht lang danach kam er rein und er hatte draußen gespielt. Und er ging zu seinem Großvater und sagte, Großvater, ich habe den alten Rhodes getötet. Er wird dir nie mehr einen Tag Sorgen bereiten. Und der Großvater war sehr besorgt. Er sagte zu diesem kleinen Jungen, was hast du getan? Und Spurgeon sagte, Großvater, nichts Verkehrtes. Ich habe nichts Verkehrtes gemacht. Ich habe nur des Herrn Arbeit getan, nichts Verkehrtes. Und danach hat er nie wieder was gesagt, hat dieser Junge nichts mehr gesagt. Nach ein paar Stunden kam jemand zur Tür und klopfte. Man hörte das Klopfen im Haus. Wer war da draußen? Da war er, der alte Rhodes, vor der Tür. Großvater war erleichtert zu sehen, dass er noch am Leben war. Und diese Geschichte hat jetzt Rhodes dem Großvater vom Spurgeon erzählt. Er hat gesagt, ich war in der Kneipe mit meinem Bier
und meiner Zigarre und da kam doch tatsächlich der kleine Spötchen in die Kneipe. Daran zu denken, dass ich, ein alter Mann, von so einem kleinen Jungen zurechtgewiesen werde. Und dieser Junge sagt mir, und er hat den Finger so an mich gehoben. Und der Junge hat diesem alten Mann den Finger gegenüber gehoben und gesagt, was tust du hier in der Kneipe, Elijah? Und du brichst das Herz deines Pastors. Du bist ein Mitglied der Gemeinde. Ich schäme mich für dich. Und dann ging er wieder raus. Und der alte Rhodes sagte, ich war sehr, sehr ärgerlich. Aber in meinem Herzen wusste ich, dass es alles wahr war. Und ich war schuldig. Und dann sagte dieser Rhodes, ich habe mein Bier hingestellt, ich habe meine Zigarre hingelegt und dann bin ich nach draußen aus der Kneipe rausgegangen und habe einen einsamen Ort aufgesucht. Und dort habe ich mich vor dem Herrn geworfen und bekannt, was ich für ein sündiges Leben gelebt habe und bat den Herrn um Vergebung. Und ich weiß, dass der Herr mir gnädig war. Und jetzt, mein lieber Pastor, ich möchte dich bitten, mir zu vergeben. Ich möchte dich nie mehr traurig machen. Denk daran, als das geschah, war der kleine Spötchen 5 Jahre alt. Kinder, vielleicht denkt ihr mit all dem, dass der Vater ein Prediger war und der Großvater ein Prediger, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass der kleine Spötchen wusste, dass er ein Christ ist. Aber wisst ihr, oft war dieser Spötchen ganz traurig und bedrückt. Und einige Tage hat er gedacht und so gefühlt, als wenn er unter einer Wolke der Dunkelheit lebt. Es ging ihm nicht gut. An einem Sonntagmorgen ging er zur Kirche, er war auf dem Weg. Es regnete, der Schnee fiel auch. Es war ein Schneeregen und es war kalt draußen. Und dort merkte er, er kann nicht weiter in diesem Schnee, Regen und allem. Er kann nicht weiter. Und so ging er zur Seite wieder zurück und dort sah eine kleine Kirche, eine kleine Kapelle. Er war damals 15 Jahre alt und dort ging er in diese kleine Kapelle an dem Sonntagmorgen, wo vielleicht 15 Leute schon waren, nicht mehr. Sie warteten für den Prediger und der Prediger konnte nicht kommen, vielleicht wegen dem Schnee, wegen der Kälte. Und so ging einer der armen Männer dort in der Gemeinde nach vorne auf die Kanzel und fing an zu predigen. Er hat einen Text gelesen von Jesaja 45 und dort hieß es, schau mich an und sei gerettet, alle Enden der Welt. Spurgeon sagte später, dass dieser Mann nicht mal die Worte recht ausgesprochen hat. Und dieser Mann sagte, weißt du was?
Dies ist ein ganz einfacher Text. Der sagt ja, schau. Ein Mann muss nicht studieren, um zu wissen, was es heißt, zu schauen. Irgendjemand kann schauen, ein Kind kann schauen. Du kannst der Dümmste sein, aber du kannst schauen. Und dann sagte er, dieser Text in der Bibel sagt, schau auf mich. Und er sagte, viele von euch hier in der Kapelle, in der Gemeinde, ihr schaut euch selber an. Das bringt euch nichts. Ihr müsst nicht euch selber anschauen. Das bringt euch nirgends hin. Ihr könnt euch ja nicht selber helfen. Dann sagte er, schau auf mich. Ich schwitze Tropfen von Blut. Ich denke, ihr wisst, wer gemeint ist, wenn die Bibel sagt, schau auf mich. Und dann sagt dieser arme Mann auf der Kanzel, schaut auf mich, ich hänge am Kreuz. Schau, ich bin tot und begraben. Schau auf mich, ich werde auferstehen. Schau auf mich, ich sitze zur Rechten meines Vaters im Himmel. O, schaut auf mich, schaut auf mich. Und dann schaute dieser Prediger, dieser alte Mann, Spurgeon an und sagte, junger Mann, du siehst ganz bedrückt aus. Und du wirst weiterhin so aussehen, so bedrückt in diesem Leben und in dem Leben danach, wenn du nicht meinem Text heute gehorsam bist. Gehorche diesem Text jetzt und dir wird geholfen werden. Und dann schaute er Spurgeon an, diesen Jungen, und sagte, schau auf mich, schau auf Jesus und lebe. Und lebe. Das war der Punkt, in dem sich alles wendete in Spurgeons Leben. Er bekannte seine Sünden. Sie sagen, als er dann an dem Tag nach Hause kam, war sein Gesicht frei und offen. Selbst seine Mutter, wisst ihr, ihr denkt vielleicht, ihr könnt Dinge verstecken vor eurer Mama, aber Mütter sehen Dinge. Und diese Mutter hat sofort gesehen, etwas Wunderbares ist in ihrem Sohn geschehen. Und von dem Tag an predigte Spurgeon. Er war 16 Jahre alt, als er seinen ersten Dienst hielt. Und als er 20 Jahre alt war, hatte er schon 600 Predigten gehalten. Ich habe noch viele Geschichten, aber ich denke, die Zeit ist vorbei. Alles über wie er lebte, als er jung war. Er hat sofort angefangen, Bibelverse auf Papier zu schreiben. Und er hat sie überall in der Stadt liegen lassen, dass Menschen sie lesen konnten. Und er ist von einem Zuhause zum anderen gegangen und predigte das Evangelium.
Ihr könnt in meinen Bildern sehen, diese große Kirche, die gebaut wurde. Er predigte sogar in ganz wichtigen Gebäuden in England. Er predigte zu 23 Menschen ohne ein Mikrofon. Könnt ihr euch das vorstellen? Was für ein besonderer Mann. Diese Dinge geschahen, als er jung war. Kinder, wir lieben den Herrn, oder? Was tun wir für ihn? Was tun wir für andere, sodass andere ihn auch kennenlernen können? Spurgeon fordert uns heraus. Dies ist ein Bild von wo er älter war. Und sie sagen, als er starb, hatte er schon zu 10 Millionen Menschen gesprochen. Ich hoffe, Kinder, dass diese Geschichten euch angespornt haben. Und wisst ihr was, Kinder, ich werde jetzt nicht beten, weil ihr werdet beten. Die, die zugehört haben, warum geht ihr nicht zu eurem Zimmer und geht auf eure Knie und sagt, Herr Jesus, ich bin jung. Spurgeon konnte für dich arbeiten, hilf du mir auch. Was kann ich für dich tun, Herr Jesus? Und Herr Jesus, lehre mich, wie es zu tun. Der Herr Jesus ist der beste Lehrer. Danke.